Herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 17 in der Connected Franchise mit Levi Fitzgerald. Heute Week 3 und ich würde sagen, wir gehen hier direkt das Spiel gegen die Buffalo Bills. Das Training können wir wie immer simulieren. Heute wieder gegen die CPU. Letzte Woche haben wir ja gegen einen menschlichen Spieler gespielt. Und ja, mal schauen, ob wir heute den zweiten Sieg holen können. Wir werden natürlich alles dafür tun. Und dann hoffen wir mal, dass das Spiel so ähnlich gut verläuft wie das letzte. Nur, dass wir vielleicht die Punkte diesmal schon ein bisschen früher machen. Das ist nicht dann, zumindest ob es zur Halbzeit so spannend ist. So, jetzt lädt es hier wieder sehr lange. Hier sehen wir noch unsere Ziele. Wir haben so unseren 30% von unserem Season Goal erreicht. Und dann geht's jetzt los. Das Intro können wir überspringen. Und dann schauen wir mal, wann wir aufs Feld kommen. Wir kommen direkt aufs Feld, okay. Das war ein Touchback, von daher ist die Zeit auch noch nicht runtergelaufen. Wir beginnen mal mit dem DB Slot Cross. Route nach innen. Und wir kommen bis zur eigenen 28-Yard-Linie. Und dadurch 2.007. Hier sehen wir unsere verletzten Spieler, unser Halfback. Unser Tendenz noch weit, bis jemand nur sagen. Jetzt habe ich das gar nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall noch ein Defense-Spieler, das verletzt. Und jetzt machen wir direkt den nächsten Spielzug. 2.007. Und das ist ein Complete Pass, aber kein Yard-Gewinn. 3.007 und dann. Das ist tatsächlich schon der erste dritte Versuch, wo wir First Down holen müssen. Und der Ball scheint komplett zu sein. Bis zur 43-Yard-Linie. Sehr gut. Neues First Down. Und auch schon in der gegnerischen Hälfte. Der Spielzug war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Wir machen logischerweise direkt den nächsten. Und der Ball ist wieder komplett. Und er kommt bis zur 7-Yard-Linie. Richtig guter Spielzug wieder. Gerade kommt Palmer gut rein. Und jetzt machen wir mal einen Lauf. Über Johnson. Und der bringt leider nichts, der Lauf. Zweiter Endgoal. Wir machen das C-Spot. Und der Ball. Also die Frage, ist er komplett oder incomplete? Auf jeden Fall ist eine Flagge draußen. Ein Holding gegen die Offense. Und damit zweiter. Third and Goal an der 17-Yard-Linie. Wir machen einen Stick-Spielzug. Und dann werden wir gleich sehen, wie viel wir noch für den Touchdown laufen müssen. So, jetzt weiß ich gehen. Und wir bekommen den Ball. Und kommen bis zur 2-Yard-Linie. Die erste Reception von uns. Und die war sehr gut. Und ja, wieder ein Stick-Spielzug. Hat ja gerade gut funktioniert. Und warum jetzt nicht nochmal? 2 Yards müssen wir erreichen. Und der Ball ist komplett und dadurch der erste Touchdown für uns. Gehen hier direkt in Führung, sehr schön. Wir gucken uns das hier natürlich nochmal an. Hat sich Born schön frei gespielt, stand komplett frei und dann ganz sicher kein Defense-Spieler in der Nähe. Erst wo er schon ganz klein den Ball gefangen hat, kommt Brown. Und das bringt dann auch nichts mehr. Und ist unter an der Review, aber ich würde sagen, ja doch. Aber mit dem rechten Fuß ist es. Ja, doch, ist mit dem rechten Fuß eigentlich aufgekommen. Was die Schiedsrichter jetzt sagen. Und sie sagen, er war nicht
Incomplete, nicht komplett, genau. Ist incomplete, okay. Das heißt, wir müssen Field Goal schießen. Nee, sie machen, sie haben ausgespielt und dadurch Touchdown 7-0, sehr gut. Das war wahrscheinlich ein Fake Field Goal. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir natürlich an. Und jetzt kann unsere Defense hier zeigen, was sie kann. Erster und 20 und ein Sack von unserem Left End. Natürlich zweiter 26. Jetzt ist mal ein Wasch. Und dann mit dritter und 22 und wieder ein Wasch. Damit kommen wir jetzt aufs Feld. An der eigenen 21-Yard-Linie beginnen mit den Slants. Also Defense guten Job geleistet. Und jetzt haben wir die Chance, unsere Führung auszubauen. So, der Ball kommt an die eigenen 31-Yard-Linie. Machen wir mal ein Mesh-Spielzug. So, wir müssen nach außen laufen, alles klar. Und auch der Ball ist wieder incomplete. Ist wieder complete. Deutsch kann ich heute anscheinend nicht. Bis zur eigenen 39-Yard-Linie, zweiter und zwei. Das machen wir mal einen Lauf über außen. Und er kommt bis zur 15-Yard-Linie. Richtig guter Wasch. 46 Yards. Richtig, richtig stark von unserem Halfback. Und dadurch bleiben wir unberechenbar. Ob wir Lauf oder Pass machen. Und dieser Ball ist wieder komplett und führt in die Endzone. Damit haben wir den nächsten Touchdown. Sehr, sehr guter Start von unserem Team. Er stand ja komplett frei. Und dann hat er ja auch keine Probleme mehr, noch in die Endzone zu laufen. Letztlich gehen die zwei Verteidiger durch, die da noch kamen. Und dann ist hier der Touchdown. Und der Extra Point ist gut. Und damit führen wir jetzt 14 zu 0. Und die Buffalo Bills stehen jetzt schon früh im Spiel ganz schön unter Druck. So, mal gucken, was es hier bringen wird. Dritter und 5. Und ein Drop Pass und dadurch kommen wir wieder aufs Feld und können die Führung dann noch weiter ausbauen. Sehr, sehr stark. So, wir beginnen einen Lauf. Wir blocken hier. Und wieder so ein richtig guter Lauf wie noch vorhin. Und diesmal kommt er bis zur 36-Yard-Linie. Richtig starkes Spiel von David Johnson. 3 Attempts, 86 Yards. Jetzt machen wir erstmal wieder ein Passspielzug. Und neues First Down an der 25-Yard-Linie. Und jetzt machen wir mal wieder einen Lauf. Aber die Mitte ist zu, deswegen wechseln wir auf einen Stickspielzug, der heute auch schon sehr gut funktioniert hat. Und der ist komplett. 2006 an der 21-Yard-Linie. Und wir bekommen den Ball. Und die Frage ist, war er komplett? Schiedsrichter sagen out of bounds. Schade. Mit jetzt dritter und sechs an der 21-Yard-Linie und wir machen Bench-Spielzug. Damit haben wir auch schon mal ein First Down geholt. Und der Ball ist komplett und das neue First Down an der 12-Yard-Linie. Jetzt machen wir mal wieder die Curl Flats. Und der Ball ist wieder komplett und
Er kommt bis zur 3-Yard-Linie, 2. und 2. Dann machen wir mal Spacing-Spielzug. Und wir bekommen den Ball und holen den Touchdown raus. 3. Touchdown für die Cardinals. Und der erste für uns in diesem Spiel. Sind die einfach mal stehen geblieben, haben den Defense-Spieler verwirrt und dann halten wir den Ball auch fest, das auch nochmal sehr wichtig ist. Und der nächste Extra-Point ist gut, damit führen wir 21 zu 0. Ja, schon sehr gut vorgelegt, das darf eigentlich nicht mehr, dürfen wir nicht mehr verlieren. Jetzt mal gucken, dass wir hier in die Halbzeit kommen. Und da verletzt sich unser Mittellinebacker. Und die Bills schaffen tatsächlich mal einen First Down. Hat man noch nicht oft gesehen und die gehen sehr stark über Lauf. Aber müsste ich eigentlich unsere Defense einstellen. Machen sie aber anscheinend nicht und so kommen die Bills das erste Mal in eine gefährliche Zone. Und sie schaffen vielleicht sogar den ersten Touchdown, 2. and Goal. Und damit ist der erste Touchdown für die Bills da. Und damit steht es nur noch 21 zu 7. Und es sieht nicht mehr so ganz komfortabel aus, aber wir finden immer noch mit 2 Touchdowns, das ist immer noch sehr gut. Und wir sind jetzt erstmal wieder auf dem Feld und der Ball ist komplett. An der eigenen 35-Yard-Linie, 2. und Inches. Und jetzt machen wir noch ganz kurz diesen Lauf, wenn wir den noch in die Zeit kriegen. Und dann haben wir das 2-Minute-Warning. Ja, Lauf haben wir noch geschafft. Haben damit das neue First Down geholt. Jetzt das 2-Minute-Warning und dann starten jetzt die letzten 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Wir machen einen Stick-Spielzug. Und der Ball ist komplett, kommt bis zur 46-Yard-Linie. 2. und 1. Und jetzt will ich schon mal sagen, dass wir hier mit den aggressiveren Spielzügen beginnen, um mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Verlange ich tatsächlich nochmal zu punkten vor der Halbzeit. Wir stehen nicht frei, aber einer unserer Teamkollegen, und der holt das neue First Down an der 45-Yard-Linie. Und jetzt nochmal Strong Flut. Und wir bekommen den Ball und holen das neue First Down an der 32-Yard-Linie. Nehmen jetzt mal das erste Timeout. Wir waren halt noch nicht so oft mit Ballfang dran, aber dafür immer sehr wichtig jetzt First Down für einen Touchdown und davor auch ein First Down. Also drei sehr wichtige Receptions und der Ball kommt bis zur 27-Yard-Linie, 2. und 4. Und wir machen die Slants. Und der Ball ist komplett bis zur 24-Yard-Linie. Wir nehmen das nächste Timeout, 3. und 1. Wir machen Smash Dicks und hoffen, dass es ein guter Spielzug wird. Und der Ball ist komplett und da ist das neue First Down. Und jetzt machen wir mal No Huddle. Letzte Timeout heben wir uns auf, falls wir ein Field Goal schießen, dass wir da keinen Stress haben. Und der Ball ist incomplete. Aber zumindest hält natürlich auch die Zeit an. Und wir machen jetzt 11 Yard Linie sind wir. Sona Fade. Spielzug haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Und wir bekommen den Ball
und fangen ihn ganz sicher. Hat er ihn einfach, hat er wirklich noch verloren? Das heißt auch so, wenn er ihn ganz sicher fängt. Schade. Hätte ich gedacht, müssen wir ihn jetzt ganz sicher fangen. Trotz Bedrängnis. Müssen wir irgendwie das neue First Down nochmal kriegen mit dem Spielzug. Hoffentlich funktioniert der jetzt. Und der Ball ist incomplete und dadurch werden wir jetzt das Field Goal schießen und zumindest noch die 3 Punkte holen. Und der Field Goal Attempt ist gut und ja, das sollte jetzt unsere Defense eigentlich hier gut runterkriegen. Ist jetzt hier nicht noch Punkten. Und damit ist jetzt Halbzeit. Wir führen zur Halbzeit 24:7. Jetzt kommen erstmal die Bills wieder aufs Feld. Und unsere Defense kann wieder zeigen, was sie kann und verändert hoffentlich Punkte. Und dann können wir da ja schon, auch wie im letzten Spiel, Schuhclock nehmen. Aber sie kommen durch Wasch wieder nach vorne. Irgendwie kriegt unsere Defense das gerade nicht unter Kontrolle mit den Laufspielzügen. Und da verletzt sich der Left End. Und die Bills kommen hier nach vorne. Und jetzt holt unser Defense-Spieler noch eine schöne 15-Yard-Strafe raus. Und dadurch der Touchdown für die Bills 24:14. Und wir sind wieder auf dem Feld an der eigenen 25-Yard-Linie. Und der Ball kommt an bis zur 29-Yard-Linie. 2. und 6. Wir machen PA's Post-Shot. Und wir bekommen den Ball. Und wir fangen ihn sogar. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das sah für mich eher wie eine Interception aus. Stark, das kriegen wir nur an hier, sind wir, weil wir sonst ausgelaufen wären, nach innen gelaufen und dann fangen wir irgendwie den Ball. Weil richtig stark, dann zuerst nämlich auch eine Interception geworden. Da hat man mal die Qualitäten vom Levy Fitzgerald gesehen. Und ich muss daran denken, Schuhclock einzustellen, habe ich gerade noch vergessen. Und der Ball ist komplett. Bis zur 44-Yard-Linie. So, Schuhclock. 2. und 6. Wir machen den Lauf durch die Mitte. Und er kommt bis zur 44-Yard-Linie. Also kein Yard gewinnen. Und wir machen, um die 6 Yards zu überbrücken, Level Sail. Und der Ball ist komplett und bringt uns das neue First Down an der 37-Yard-Linie. Sehr gut. Und dann können wir es wieder laufen. Auch wenn die Mitte zu ist, werden es auf jeden Fall versuchen. Und er kommt bis zur 40-Yard-Linie. Leider Tackle for Lost, aber jetzt haben wir das dritte Viertel auch zu Ende. Und wir starten ins letzte. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt hier nochmal punkten und dann unsere Defense nochmal einmal Punkte verhindert und dann sollte es der Sieg sein. Wir ändern mal. Wir haben jetzt mal die Seite geändert, weil da eine Lücke sein soll. Und er kommt bis zur 34-Yard-Linie. 3. und 7. Und die holen wir mit dem Bench-Spielzug raus.
Und der Ball ist komplett, aber leider bis zur 30-Yard-Linie, dadurch führt er und 2 und wir werden ein Field Goal kicken. Und der ist gut, damit führen wir 27 zu 14 und unsere Defense kommt wieder aufs Feld. Und wir gucken mal, was die schaffen. Sie werden hier laufen wieder ganz viel, jetzt auch mal Pass, das ist der Wahnsinn, 3. und 4 und das neue First Down. Dritter und 5 und dann 53 Yard Touchdown Rush vom Quarterback und jetzt stehen wir tatsächlich nochmal leicht unter Druck, führen mit 6 Punkten. Mitte ist zu, deswegen ändern wir auf den Stick-Spielzug. Und der Ball ist komplett bis zur 28 Yard Linie, 2. und 7. Aber das Spiel ist anscheinend jetzt ausgelaufen, dadurch können wir... Ah doch, nee, doch nicht. Wir können Schuhclock machen, sehr gut. Ach nee, Zeit natürlich runterlaufen. Aber wir müssen jetzt in diesem Spielzug auf... wir müssen jetzt auf jeden Fall punkten. Wenn wir das ja sicher über die Bühne bringen wollen. Und es nicht nochmal spannender werden soll, als eigentlich nach der Halbzeit erwartet. Und der Ball ist eigentlich ein Complete Pass, aber er kann ihn aus irgendeinem Grund nicht festhalten. Ein Spieler, der in der NFL spielt, muss so einen Ball eigentlich fangen können. Sehr schade. Jetzt mal hier weiter. Mit dem Lauf durch die Mitte. Bis zur 45-Yard-Linie. 3. und 4. Nochmal ein Benchspielzug. Dann neigt sich das Spiel auch schon dem Ende entgegen. So, neues First Down ist gesichert an der 47-Yard-Linie. Und jetzt machen wir mal wieder einen Lauf über außen. Und der Lauf endet leider an der 45-Yard-Linie. 2. und 9. Aber... Also jetzt mal die Curl Flats. Aber nee, es ist 2-Minute Warning. Und dann starten jetzt schon die letzten 2 Minuten des Spiels. Versuchen nochmal einen Lauf über außen. Vielleicht funktionieren. Ja, der Lauf jetzt. Und er kommt bis zur 46-Yard-Linie. Damit jetzt 3. und 10. Jetzt würde ich auf jeden Fall nochmal auf Passspiel zugehen. Weil es einfach zu gefährlich ist, die Offense der Bills nochmal aufs Feld zu lassen. Und der Ball ist komplett. Und er kommt bis zur 21-Yard-Linie. Und damit sollte das eigentlich, wenn nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, wie ein Fumble, das sehr gerne in diesem Madden mal öfters mal gibt, sollte das gut funktionieren. So. Wird bis zur 18-Yard-Linie. 2. und 7. Wir machen nochmal einen Laufspielzug. Und der Ball. Der Lauf kommt bis zur 17-Yard-Linie. 3. und 6. Und. Ja, jetzt können wir hier... Ah, komm, wir gehen mal auf Passspielzug. Jetzt gehen wir volles Risiko, machen die Slants. Versuchen nochmal hier das First Down. Und es kommt... Und er kommt an. Und sogar noch ein Touchdown. Und das sollte eigentlich der Sieg jetzt sein. Jetzt soll ich das in 1 Minute 40 2 Touchdowns hinkriegen.
33 zu 21. Und jetzt machen wir noch die Two-Point-Conversion. Und dann gehen wir jetzt hier aufs Volle. Damit es auch noch bei den Extra-Points gut sein müssen. Aber hier steht keiner frei. Und wir bekommen ihn aber. Der ist dann auch nicht gut geworfen. Und damit tut Two-Point-Conversion not good. Aber unsere Defense kommt jetzt wieder aufs Feld. Und müssen einfach nur zwei Touchdowns verhindern. Und dann kriegen wir das auch hier hin. Und dann ist das der zweite Sieg. Dritter und sieben. Und jetzt schon vierter Versuch, die sie machen müssen. Und der ist nicht gut. Und damit kommt unsere Offensive aufs Feld. Die zieht jetzt einfach nur noch ab. Da müssen wir nicht mal mit aufs Feld. Und damit ist jetzt das Spiel zu Ende. Wir gewinnen 33 zu 21 gegen die Buffalo Bills. Wir hatten auch ein paar Receptions. Haben auch einen Touchdown gemacht. Also ein rundum gelungenes Spiel. Wir können uns ja mal unsere Statistiken angucken. So, nämlich Receiving. Da sind wir relativ weit unten, aber wir haben halt 53 Yards gemacht. Und dafür, dass wir nur 4 Reception hatten, ist es auf jeden Fall sehr gut. Also ein solides Spiel von uns. Wir eigentlich auch vom ganzen Team, auch wenn unsere Defense zwischenzeitlich mal eine kleine Schwächephase hatte, aber auch das konnten wir gut hinkriegen, damit das nicht so schlimm ist. Und dann war es das auch schon mit dieser Folge. Nächste Woche geht es dann gegen die Los Angeles Rams aus unserer Conference. Die einzigen, ja, die von unserer Vierergruppe nicht vom nichtmenschlich gesteuert ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao.